Und ich möchte mich nicht auf das Level begeben von buchstäblichen Idioten, die mit Sachen daherkommen wie, naja, aber er hat ja mal an Jesus geglaubt, also ist er ja immer noch gerettet. Das sind Leute, die biblische Lehre, dieses Evangelium, die einmal gerettet, immer gerettet, in den Dreck ziehen und ins Lächerliche ziehen. Das ist lächerlich, das ist nicht, was wir glauben, dass jemand einfach Atheist werden kann. Er war schon immer Atheist, ja. Oder war zumindest nie gerettet, hat nie wirklich an Jesus Christus geglaubt. Wir glauben nicht, dass jemand einfach Atheist werden kann oder Moslem werden kann und dann immer noch gerettet ist. Nein, sondern er war nie gerettet. Er hat nie an Jesus Christus geglaubt. Was ist der Beweis dafür? Hätte er an Jesus Christus geglaubt, würde er immer noch an Jesus Christus glauben. Er könnte vielleicht ein furchtbar schlechter Christ sein. Er könnte vielleicht noch so viele Zweifel haben, aber würde immer noch zumindest das richtige Evangelium glauben. Warum? Weil ein Christ mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Punkt.